Hallo und herzlich willkommen zurück zu Smallland. Ja, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite unterwegs, weil wir den guten Kalef besuchen wollen. Und ja, den guten suchen wir jetzt auch mal. Das ist richtig schön gemacht, ey. Ich glaube, wir müssen da hoch, ne? Oh. Ja, hier sind auf jeden Fall schon. Wo kam die denn jetzt her? Hier sind auf jeden Fall schon Fackeln. Wir sehen oben im Kompass auch sein Konterfei. Boah, wie schön das hier oben einfach alles ist, ne? Ah, da sitzt er ja. Da sitzt er ja, da sitzt er ja. Ah, super. So. Ah, sie guckt wieder. Blicke nach unten. So, dann schauen wir erstmal bei dem guten Kaleb vorbei. Hallo. Vorhut, ich bin Korporal Kaleb Stein. Was machst du hier? Ich soll Bergleute des kleinen Volks begleiten und bewachen. Was hast du da für eine Rüstung an? Habe ich selbst mit Steinen aus der Mine gemacht. Unglaublich robust, ein guter Schutz gegen die Kreaturen, denen du vielleicht am Strand begegnest. Apropos, Skadi hat aus Ressourcen jener Gegend eine bemerkenswerte Rüstung geschaffen. Wer ist Skadi? Karte und Kompendium aktualisiert. Kannst du mir auch sowas machen? Na klar. Wir brauchen nur Steine, die holen wir uns eben gleich unten. Das ist wie eine Art Mine. Oh, was ist hier geschehen? Eine Tragödie, einer der Tunnel ist eingestürzt und die meisten Bergleute sind umgekommen. Der Bergbau ist zurzeit eingestellt. Weißt du was über Steinmetzarbeiten? Ich weiß da so ein, zwei Sachen. Stein bearbeitest du mit einer Schnittmühle. Ja, die haben wir schon. Wir haben keine Ressourcen, um einen guten hier zu bauen, aber du könntest eine Schnittmühle improvisieren, indem du Artefakte der Riesen verwendest, etwa Kronkorken oder Schrauben. Ja, das haben wir ja so schon gemacht. Die Schnittmühle haben wir ja schon stehen. Jetzt hat er quasi gefragt, ob wir die Steine hier abbauen können. Klar, brauchst aber eine Spitzhacke. Die haben wir auch schon. Also ich glaube, hier soll man so relativ am Anfang hin. Aber wir gehen jetzt mal hier Steine kloppen. Und dann machen wir uns bei ihm noch die Steinrüstung, weil die ist tatsächlich ganz gut. Wenn die Steinrüstung gut gegen die Kreaturen am Strand ist, hätte ich gestern Abend vielleicht die anziehen sollen. Ich glaube, ich hatte die warme Rüstung an, anstatt die Steinrüstung. Vielleicht sollten wir uns bei ihm komplett erstmal die Steinrüstung machen, bevor wir da runter am Strand gehen. Das ist natürlich eine gute Idee. Das kann man nicht abbauen. Achtung, Fallschaden? Nee, diesmal nicht. Okay, alles klar. Na super. So. Weil vielleicht ist das wirklich der Kasus Knacktus, dass wir vielleicht mit der Rüstung ein bisschen besser geschützt sind gegen die Borkenkäfer und Grams. Dass wenn ich die Steinrüstung komplett angehabt hätte, gestern Abend vielleicht auch nicht ganz so oft gestorben wäre. Ah.
So. Fürs Blocken habe ich irgendwie nie so das richtige Timing. Das ist immer so mein Problem. Weil viele sagen, ja, du kannst ja auch blocken. Ja. Wenn ich das Timing dafür hätte. Ey, zwei auf einmal ist unfair, Freunde. Drei ist noch unfairer. Ich habe keine Ausdauer. Ich kann weder ausweichen noch sonstiges und ich sollte mich mal heilen. Und nochmal. So, jetzt haben wir hier sehr viel Stein, wie ihr seht. Also wirklich. Oh. Falsche Waffe. Dann können wir uns bei Kalef dann vielleicht die Rüstung machen. Was, Kalef? Ja. Das wäre nicht verkehrt. Nur ich glaube, die Rüstung ist halt auch nicht warm. Aber dafür hat sie wahrscheinlich einen besseren Rüstungswert. Und sie wird eine schwere Rüstung sein, wenn sie aus Stein gemacht ist. Das haben wir. Ja, die Spitzhacke hält halt auch nicht mehr ewig, ne? Man kann sich dann jetzt hier auch eben kurz eine Werkbank hinzimmern, um den Kram zu reparieren. Also das geht tatsächlich auch. Das haben wir, glaube ich, im Stream gemacht. Mama. Oh, zwei Packs Stein. Ja, aber ich weiß nicht, für die Rüstung brauchen wir wahrscheinlich mehr, oder? Dann trifft man sie noch nicht mal. Obwohl man genau drauf hält. Hier gibt es echt eine Menge Stein. So, mal schauen. Kann sogar eine Werkbank hinzimmern. Eben ging sie doch. So. Einmal alles reparieren, Werkbank wieder mitnehmen. Das ist dann wieder so die andere Seite, wo ich sage, das ist total genial. Dass man sich zwischendurch eben mal wieder was hinzimmern kann. Dinge reparieren kann. Oh, hört mal. Hört sich voll gut an. Oh, oder geht's ja noch weiter rein? Hier war ich im Stream gar nicht drin, ne? Ui, ui, ui. Wenn ihr beim Stream auch gerne mal dabei sein wollt. Ich streame in der Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel. Streame ich jeden Mittwoch und jeden Samstag auf Twitch unter Chazadi unterstrich spielt. Den Link zu Twitch findet ihr in der Videobeschreibung und im Kanalbanner. Also würde ich mich freuen, wenn ich euch dort mal begrüßen dürfte. Ich wollte gerade sagen, oh, hier geht es auch noch tief rein. Nee, dann ist Schluss. Aber Steinprobleme hat man hier jetzt so keine.
Da wohnen die Guten. Wie viel Stein haben wir denn jetzt? Komm, dritten Stack machen wir noch voll. So, einen noch meine ich. So. Dann gehen wir noch mal zum guten Kalef. Das ist schön gemacht hier, ne? So ein bisschen minenmäßig, bergwerksmäßig. Also ist schon alles sehr, sehr liebevoll und schön gemacht. Das gefällt mir sehr gut hier. Noch ein bisschen am Balancing geschraubt wird, ist das ein richtig schönes Spiel. So. Oh, Kalle. So. Am besten auch erstmal eine Maske. Brustpanzer, Beinschienen, Armschienen. So, jetzt haben wir eine komplette Rüstung von dem. Das ist doch nicht schlecht. Zack. Ich finde, wir sehen dann leider ein bisschen komisch aus. Aber jetzt haben wir die komplette Beinrüstung an. Die komplette Steinrüstung an. Cool. Und haben bis auf Fasern auch noch genug von allem über. Perfekt. Cool. So sind wir jetzt vielleicht besser geschützt. Das wäre doch auch nicht verkehrt. Es wird dunkel. Ich hoffe, ich komme nach Hause. Bevor es dunkel wird. Da unten ist ja schon unser Häuschen, stimmt. Wir wohnen ja hier gar nicht so weit weg. Die großen Ameisen sind noch gar nicht nachgespawnt. Ja, cool. Vor allen Dingen, wir haben so den Steinspot quasi direkt vor der Haustür. Was wollen wir eigentlich mehr? Also das ist schon, ist eigentlich schon ein guter Bauspot da, also. Bin zufrieden. Das sind alles die kleinen Braven. Wenn wir Mondblumen finden. Oh oh. So viel auf einmal ist halt echt ein Problem, ne? Nö, 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 nö. Aber das ging tatsächlich überraschend gut. Ich glaube, die Rüstung. Oh, Saaten! Die muss man mitnehmen, es tut mir leid. Ich glaube. Das sind Brombeeren. Keine Johannisbeeren. Ich glaube, die Rüstung ist wirklich gar nicht so verkehrt. Sind das auch Saaten? Ja. Nehmen wir die noch schnell mit, in der Hoffnung, dass das dann auch entsprechend nachspawnt. Was ja auch gut zu wissen, dass wir dann hier gegenüber oben direkt noch Saaten haben. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht. Wird dunkel. Mäh. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe hier eben was.
Oh nee. Nee, 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 nee. Nachts ist mir das zu gefährlich. Weil die Viecher sind halt nachts echt aggro. Juhu. Dann gehen wir am nächsten Tag nochmal da hoch und holen noch die restlichen Saaten da oben. So, da hast du ja auch wieder alles nachgespawnt. Sehr schön, sehr schön. Steine auch. Was wollen wir mehr? Also ich finde den Bausport hier eigentlich gar nicht so schlecht. Weil man mehr oder weniger sehr, sehr viel direkt vor der Haustür hat. Einmal alles durchrepariert. Schlafen. Essen. Und dann machen wir uns jetzt, wie viel haben wir nur? 6 Saaten, aber das ist nicht viel, ne? Alles egal, besser als nix. Oh je. Jetzt wird's hier aber Wandererbeinpanzer. Ich glaube, die Wanderersachen können wir wegmachen, oder? Ah ja, die sind jetzt alle hier schön in einem Säckchen. Gut. Weil ich denke nicht, dass wir die Standard 0815 Wanderersachen nochmal anziehen groß. Tatsächlich. Nee. So, das sind die gepolsterten Sachen. Und das sind die leichten Sachen. Alles klar. Escape drücken geht nicht. Man muss immer unten auf das Escape-Zeichen. So, jetzt haben wir hier Insektenstachel, Insektenflügel, Insektenpelz. Das ist Nahrung. Bulldoggen, Ameisen, Dingsbums da. Dann machen wir hier mal Öl raus. So, den Kessel würde ich halt gerne. Das sind auch Zutaten. Wir machen hier mal nur fertige Sachen rein. Und hier quasi. Jetzt haben wir 8 Saaten. Das rein. Das. 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 So. Essen kochen. Haben wir hier noch ein Feenomelett? Dafür brauchen wir Insekteneier und Knobi. Insekteneier haben wir 3 Stück, aber die würde ich eher aufheben wollen für Grashüpfer zum Zähmen oder ähnliches. Wie schaut es denn aus? 2 Verbände. Dass wir immer 10 Verbände am Start haben, finde ich ganz gut. Fertige Nahrung, packen wir das mal noch dahin. Wie schaut es jetzt eigentlich aus mit Pfeilen? Stein haben wir jetzt aber auch gut, ne? Na gut. Wen wundert's bei dem Stein, was wir vor der Tür haben? Oh. Schauen wir mal. Wie viel braucht ich für den Kessel? Nein. Oh.
Sieben verfeinertes Holz. Mal das mal weg. Bis dann kann man das eine auch noch machen. So, packen wir uns hier schnieke den Kessel hin. So und so, ne? Ja. Und dann würde ich draußen Richtung Strand das Lagerfeuer machen wollen. Denn, uns hier noch so eine Überdachung drüber. Wenn die kleinen Sachen hier so, ups, aha, nicht ins Wasser gehen. Hallo, würdest du vielleicht snappen wollen? Danke. Oh. Denn die kleinen Sachen hier wie Ameisenköpfe und sowas, die machst du halt weiterhin da. Und hier am Kessel können wir jetzt gekochte Giftpilze machen. Ein Feeneintopf. Lecker, lecker. Knoblauchpudding. Nom, 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 nom. Brauchen wir Mehl für. Das Mehl werden wir wahrscheinlich dann auch noch eine Mühle oder ähnliches brauchen. Erdbeermarmelade. Brombeermarmelade. Oh. Oh, wir haben nur zwei Bienenhonig. Zwei Honigstücke, aber jetzt haben wir. Oh, lecker. Ah. Den erstmal so, oder? Hier, Brombeermarmelade. Oh, packen wir auch mal hier rein. Die gibt jetzt auch 50 Nahrung. Also alles, was wir im Kessel herstellen, gibt 50 Nahrung und verhindert den Nahrungsverlust 360 Sekunden. Eine Brombeere so naschen. Das ist keine Johannisbeerspiel. Ich glaube, ich brauche dann auch noch ein bisschen ein Pfeil. Okay. So, gucke. Sehr schön. Skadi. Rostana. Bei Rostana waren wir gestern im Stream. Aber ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen versuchen. Darüber machen zu wollen. Ich denke nie an die Dreie hier. Fürchterlich. Moment, das gute Holz lassen wir auch mal hier. Das glaubst du aber. So. So, dele. Wie gesagt, ich würde da oben gerne die Saaten noch mal mitnehmen wollen. Oh, wir haben Bienenkopf gekriegt. Auch nicht schlecht. So. Muss ich dann noch eine Bulldog anholen? War hier nicht irgendwo doch da.
So. Ach, es geht doch mittlerweile super gut. Es wird langsam, es wird langsam. Vielleicht noch mal verbinden. Das ist echt wichtig, dass man guckt, dass man hier immer full live ist. Oh, was liegen lassen? Cool. Hier liegen auch wieder Brombeeren, ey. Nom, 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 nom. Lecker, lecker Brombeeren. Oh, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Och, Menno. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei. Und ja, den machen wir jetzt noch platt, nicht wahr? Du, komm her, du kleines Schweinchen. So. Juhu, perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit, eure Shazadi. Ciao, ciao.